Hallo und herzlich willkommen zu Frauengesprächen. Heute mit zwei wunderbaren Frauen. Ich freue mich riesig, heute begrüßen zu dürfen Simone Janak und Susanne von Dobschütz. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Wir kennen uns ja schon ein ganzes Weilchen. Und ja, ich fange vielleicht mal an, Simone, mit dir, weil wir sind noch gar nicht so lange, haben wir zueinander gefunden. Wir haben uns sozusagen übers Internet kennengelernt, wenn man so will. Noch nicht mal bis heute persönlich getroffen und trotzdem eine sehr enge, intensive Verbindung. Und du bist eine Frau, die wirklich richtig viel auf der Welt bewegt. Aber bevor wir so auf dein Berufliches kommen, erzähl doch mal, wer bist du denn so privat? Was machst du und wie kam es zu dem, was du heute beruflich machst? Da gehst du gleich ans Eingemachte, ne? Das Privat. Genau. Ja, wer bin ich? Ich bin eine gebürtige Schwäbin, die es dann ins Ausland gezogen hat und über mehrere Länder und verschiedene Kulturen schließlich in Wien gelandet ist. Und ja, während dieser ganzen Reisen und Umzüge habe ich natürlich auch beruflich einiges gemacht, war lange Zeit in einem großen Kosmetikunternehmen. Und habe dann ein Kind bekommen, bin dazwischendrin krank geworden. Also da waren einige Ups und Downs in diesem Leben drin. Und ja, wie das oftmals so ist, wenn man ab und zu mal eine Ohrfeige abbekommt, dann stellt man sich schon die Frage, wer bin ich und was will ich hier auf dieser Erde eigentlich? Mir war immer schon ganz klar, da irgendwas in mir will noch mehr. Da muss noch irgendwas passieren. Und ja, diesem Ruf bin ich gefolgt. Sorry, jetzt bin ich, sitze auf dem Balkon und habe hier neben mir den Traktor, während es den ganzen Morgen ruhig war. Also ich hoffe, man konnte dich gut verstehen. Also ich habe den Traktor jetzt gar nicht so wahrgenommen. Okay, wunderbar. Ja, also das passt eigentlich ganz gut. Wenn der Traktor des Lebens dich ab und zu mal überfährt, dann ist es der Moment, wo du dir halt die richtigen Fragen stellen darfst und beginnen darfst zu fragen, wer bin ich, was will ich eigentlich? Gibt es etwas, was ich mehr weitergeben möchte? Und daraus entstand dann der ganz klare Wunsch, auch der Welt etwas zu geben, was gleichzeitig auch irgendwie wieder zu mir zurückkommt. Und daraus ist die große Mission entstanden, Frauen zu verbinden mit sich selbst. Das kann auf privater wie auf Business-Natur sein, weil das gehört meiner Meinung nach einfach zusammen. Absolut. Aber auch Frauen verbinden mit anderen und vor allem mit dem großen Ganzen. Und ja, da stecke ich mittendrin. Es ist jeden Tag ein großes Abenteuer und ich freue mich natürlich sehr, dass ich das teilen darf mit so vielen tollen Frauen wie mit euch beiden zum Beispiel. Du hast ja eine sehr nette Bezeichnung. Du nennst dich ja die Popo-Treterin mit Herz. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dir so Freude macht, wirklich Frauen zu verbinden, zu vernetzen untereinander. Und du bist Mitbegründerin auch vom Powerfrauen-Frühstückstreff. Ist auch hier mit dabei. Was ist das, was dich da so antreibt? Warum machst du das? Ich habe nicht nur aus meiner eigenen Geschichte, sondern vor allem mit all den Frauen, mit denen ich zu tun gehabt habe in den letzten Jahren, einfach gemerkt, dass in Frauen ein unglaubliches Potenzial steckt. Da steckt so viel Kraft dahinter. Ich meine, da braucht man nicht schauen, nur bei der Geburt von Kindern, sondern tausend andere Sachen. Frauen haben so viel Kraft und Energie und Kreativität. Und die meisten sind leider noch nicht so weit, dies zu sehen. Und selbst wenn sie es sehen, sind sie noch nicht bereit dazu, das nach außen zu tragen, weil eben gewisse Konventionen und Glaubenssätze und was weiß ich alles dahinter stecken, die heißen, das darfst du doch nicht, sei brav, und so weiter. Und Popo-Treterin mit Herz hat sich entwickelt tatsächlich von Menschen, die mir das gespiegelt haben, die gesagt haben, du bist so beharrlich, du trittst mir so lange liebevoll in den Hintern, bis ich halt tatsächlich ins Handeln komme. Und das ist das, was manchen einfach fehlt. Und mich macht es einfach total rasend, wenn ich merke, da liegt so viel Potenzial und es passiert nichts damit. Ja. So schön. Danke, liebe Simone. Susanne, wir kennen uns schon viele Jahre länger. Wir haben uns tatsächlich live und in Farbe kennengelernt auf einem Seminar mal. Du kurz erzählen, wer bist du so privat und was machst du heute und vor allem, wie ist es dazu gekommen? Ja. Genau, also ich fand das, ich werde auch diesen Moment, wo wir uns kennengelernt haben, nie vergessen. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also ich habe auch Mann und Kind und mein Kleiner, der ist jetzt, wird im November 3 Jahre alt. Deswegen, Simone, danke nochmal, wenn ich da an die Geburt zurückdenke. Da braucht man ordentlich Power und Kraft und vor allen Dingen Ausdauer. Ja, ich bin ja ursprünglich aus der Physiotherapie und deswegen habe ich dich auch kennengelernt, weil da waren damals so Angebote bei uns für die Führungskräfte.
weil ich habe die Abteilung geleitet, diese mal abzuspannen und sich was Gutes zu tun. Und da habe ich die Amata kennengelernt, weil mir ging es da damals gar nicht gut. Und ja, deswegen bin ich so froh, dass ich dich kennengelernt habe, weil du hast mich damals ein bisschen aus meinem Loch geholt, oder nicht ein bisschen, sondern ja, durch dich bin ich jetzt halt so der geworden, die ich jetzt sein darf. Dafür braucht man halt so Frauen wie die Simone und die Amata, weil ich habe dann angefangen, mit mich von innen wieder aufzubauen. Das hat mir die Amata empfohlen. Und da konnte ich dann erst meine Stärke entwickeln und mich auch selbstständig machen und überhaupt zu registrieren, dass ich ja gar nicht angestellt sein möchte eigentlich, ja, sondern dass ich halt selbstständig sein möchte, dass ich auch der Welt was mitgeben möchte, andere unterstützen möchte, dass die sich selbstständig machen können, und denen zu zeigen, wie mache ich denn das? Gerade in der Physiotherapie, das sagt man immer so schön, ja, sozialer Beruf, soziales Gehalt, das war auch so. Und ich finde es so schade, dass man eine 3-jährige Ausbildung macht und dann so wenig Bezahlung bekommt. Und da gibt es einfach so viel mehr. Und deswegen bin ich halt auch im Network Marketing gelandet, weil das für jede Frau, weil Frauen sind schon auch so mein Ding, wo ich mir denke, wie die Simone gesagt hat, ja, das sind die alten Glaubenssätze, ja, das kannst du doch nicht und naja, und jetzt reicht es doch auch erstmal und naja, die Männer verdienen sowieso mehr als die Frauen und so, und da stehe ich halt einfach nicht mehr dahinter. Also ja, ich möchte, dass jeder gleichberechtigt ist und auch verdienen kann, wie er will und kann, und das ist halt im Network Marketing möglich, und deswegen habe ich da damals durch dich, Amata, die Kurve gekriegt. Vielen Dank, Susanne, für das. Ja, ich glaube, dieses selbstbestimmt zu leben und frei zu leben, das ist wirklich ein Prozess. Wir hatten gerade vorher unser Meeting mit Klostermeets Business, und da war auch so dieser Punkt, wo eine Frau gesagt hat, eine Teilnehmerin, das ist so dieses Selbstvertrauen, das so stark in ihr geworden ist, das, was sie in sich entwickelt hat, das wiegt viel, viel mehr als das, was natürlich sich auch im Außen entwickelt hat, dass sich Einkommen steigert, einen Umsatz steigert und alles Mögliche von außen. Das gehört alles mit dazu, aber vor allem das, was im Inneren passiert. Und ich glaube, das ist so, so wertvoll und wichtig, das so vielen Frauen wie möglich zu ermöglichen. Simone, aus deiner Sicht raus, was braucht es denn, damit Frauen wirklich ihr Leben leben? Was hast du vielleicht aus deiner Praxis raus, so 3 ganz praktische Anregungen und Tipps, du sagst, das ist wichtig, damit Frauen ihr Leben leben können? Also ich glaube, in erster Linie dürfen sie zum ersten Mal in ihrem Leben den Gedanken wahrnehmen, ich kann alles verändern. Und daran scheitern leider schon, ich weiß es nicht, wie viel Prozent, aber verdammt viele, weil sie nicht daran glauben, weil das gab es ja noch nie. Und ich bin der Meinung, du kannst wirklich aus jeder Situation rauskommen, egal ob das jetzt Krankheit ist oder nicht. Und das ist der erste Punkt. Also glaub erstmal daran, dass es möglich ist, weil selbst wenn wir erstmal daran glauben, dann öffnen sich langsam auch Möglichkeiten. Dann kommen Menschen zu uns, die uns vielleicht den richtigen Wink wieder mit dem Zaunpfahl geben. Das zweite ist, komm ins Handeln. Also mein Motto, sowohl meiner Coachings als auch von mir selbst, ist immer Hashtag, ich mach das jetzt. Mach einfach mal. Na, also wenn wir machen und ins Handeln kommen, kommen automatisch wieder neue Optionen zu uns. Und die sind vielleicht manchmal die richtigen, manchmal braucht es noch ein bisschen einen kleinen Umweg, eine kleine Schleife, aber erstmal loslegen. Und das dritte ist, deswegen vielleicht auch Popo-Treterin, dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Konsequent sein, beharrlich sein, dich nicht umschmeißen lassen vom Ersten. Ja, aber das kannst du doch nicht. Und ich habe es doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Und das wollen die Leute nicht. Und was weiß ich, was nicht alles. Sag, okay, bisschen trotzig. Ich mache es trotzdem. Ich gehe weiter. Ich würde gleich auf deinen ersten Punkt noch ein. Das sind ja alle 3 so wertvoll und wichtig. Du hast beim Aschen so gesagt, glauben, dran glauben, dass ich das kann. Jetzt hattest du vorher so erwähnt, du hattest ja auch einiges an Herausforderungen auf deinem Weg zur Selbstständigkeit. Ja. Und da ist es ja dann manchmal so, ja, ist auch das dran glauben eine Herausforderung. Was war denn so deine größte Herausforderung? Wie bist du persönlich damit umgegangen? Da gibt es ja immer so vieles. Ne? Das ist immer relativ schwierig, da eine rauszuholen. Also ich würde sagen, nehmen wir mal eine aktuelle heraus. Also ich bin ja in die Selbstständigkeit
zwar bewusst eigentlich gegangen, also der Plan war schon da, mich selbstständig zu machen, allerdings nicht in dieser Geschwindigkeit. Also die Idee war, das langsam und gemächlich zu machen, für 1 bis 2 Jahren, wenn man so gesichert von 4.000 Euro mal beginnt. Und so, das war die Idee. Die Realität war innerhalb von 3 Wochen, du musst die Miete übrigens in 3 Wochen überweisen. Da dachte ich, shit, das war eine riesen Herausforderung. Und ich gestehe, der erste Reflex war erstmal, warum muss mir das passieren? Der zweite Punkt ist, Moment mal, ich vertraue jetzt, da kommen wir wieder zurück zum Glauben, dass das etwas mit mir zu tun hat. Ich frage mich einfach mal, wo ist hier jetzt die Chance für mich? Und dann habe ich die Ärmel hochgekrempelt und habe gesagt, so, wenn nicht jetzt, dann werde ich das nie auf die Kette kriegen und dann sind wir wieder beim Handeln gewesen. Also es war tatsächlich einsehen, dass es jetzt so ist, wie es ist und loslegen. So, wir sind also live, dementsprechend sieht man hier auch. Genau. Denn magische Tiere machen? Das darfst du auch. Ja, natürlich. Und es ist schön, dass er zu Hause sein kann und dass es so für dich möglich ist. Und ich glaube, das ist ja eins der wichtigen Dinge, das Leben so zu gestalten, wie es für einen selber, für die Situation, für die Familie so passt. Und wenn man mal die letzten 3 Monate oder die letzten 4 Monate sich betrachtet, dann kann ich von Glück und von, ich bin unglaublich dankbar für das, was ich arbeite. Ja. Weil sonst hätte ich Homeschooling und Job und alles Mögliche nicht auf die Kette gekriegt. Mhm, absolut. Danke. Susanne, bei dir ist auch so, du hast so einen Mann, der dich unterstützt und dennoch auch mit deinem Sohn, mit deinem Hund, ein Pferd auch, wo du beim Reiten bist, ganz viele Dinge so um dich herum. Aber bevor wir jetzt auf die Sachen nochmal eingehen, die Frage auch, was hast du so vielleicht 3 Anregungen, 3 Tipps aus deiner Praxis, die dir wichtig sind, was Frauen brauchen, um wirklich ihr Leben zu leben? Also ich finde es ganz wichtig, mutig zu sein. Das mal an allererster Stelle. Man muss einfach mutig sein. Die meisten trauen sich einfach nicht, immer diesen Schritt zu wagen. Dabei ist es gar nicht so schlimm. Einfach mal versuchen und dann gucken, was bei rauskommt. Ein bisschen so, wie du eben schon gesagt hast, Simone. Und dann Selbstvertrauen zu haben, zu wissen, ich schaffe das. Und wenn das jetzt nicht der richtige Weg war, dann schlage ich dann vielleicht doch den anderen Weg ein. Also ich finde das so toll, weil das Leben hat ja so viel zu bieten. Mhm. Und wenn wir nicht mutig sind und wenn wir nicht einen Schritt gehen, dann bleibt halt alles so, wie es ist. Manche Frauen finden das toll, weil es eine scheinbare Sicherheit gibt, aber es gibt eben keine, es gibt so oder so keine Sicherheit. Und deswegen finde ich, Mut und Selbstvertrauen ist an allererster Stelle für mich so das Allerwichtigste. Und dann einfach, ja, finde ich super, einfach machen. Genau. Einfach machen und gut drauf sein, schauen immer, wie komme ich morgens schon in meine Energie, was brauche ich denn für mich, damit es mir gut geht, ja, brauche ich die Natur, brauche ich gute Musik, wie komme ich denn morgens gut drauf, sage ich jetzt mal, weil, ja, wisst ihr alle, jeder Tag ist nicht der gleiche und es gibt mal schlechte und besonders gute Tage oder wie auch immer, ja, und deswegen finde ich es wichtig, immer zu gucken, was kann ich für mich tun, dass es mir gut geht und das immer so das, was ich weitergeben würde. Du hast jetzt gerade angesprochen, so, wie starte ich in den Tag und was kann ich tun, dass es mir gut geht? Du hattest mir vorher im Vorgespräch kurz erzählt, dass du demnächst einen Fit-Call startest. Was wird da geschehen oder was gibt es da für Möglichkeiten, dass man, ich sage jetzt mal, da in den Genuss zum Beispiel kommt, mit dir gemeinsam in den Tag zu starten? Ja, das ist geht über 9 Tage lang. Das findet immer morgens um 8:30 statt. Und da gibt es erstmal Infos über Gesundheitsthemen, also über Ernährung, über Sport und so weiter und so fort. Und es gibt 1/2 Stunde dann noch ein kostenloses Training, was man halt auch nicht überall bekommt, weil im Fitnessstudio kostet es was und zu Corona-Zeiten weiß man nie, wann darf man noch ins Fitnessstudio, wann nicht. Deswegen haben wir das online gestartet und das runden wir dann quasi so ab, dass du für 9 Tage Ernährungstipps hast, Gesundheitstipps, Sport und du kannst halt live auch deine Fragen stellen, weil das ist so, wir machen es so, dass ich 5 Minuten über Gesundheitsthemen rede, dann wird Sport gemacht und während der Sportzeit beziehungsweise in den 5 Minuten können die Leute ihre Fragen in den Chat schreiben und während meine Kollegin den Sport macht, tue ich halt die Fragen beantworten. Deswegen, genau. Wir schreiben natürlich gerne eure Links in die Shownotes, sodass man sich direkt an dich, Susanne, und an dich, Simone, dann wenden kann.
Susanne, ich habe die Simone gerade gefragt nach Herausforderungen. Gab es die bei dir auch, so eine Herausforderung in deinem Business? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also ich finde, Herausforderungen gibt es immer. Und das ist ja eben das, was ich meine. Man braucht eben Mut und Selbstvertrauen, um einfach weiterzumachen. Das ist jetzt egal, was das Leben einen so bietet. Ob das jetzt ist, oh Gott, das ging mir nämlich auch schon mal so, wie ist das jetzt mit der Miete? Und ja, aber jetzt haben wir uns ein Haus gekauft, ja, also von daher beziehungsweise sogar gebaut. Deswegen, wenn du mutig voranschreitest, dann kommen auch die Sachen, die du dafür brauchst, um das umzusetzen, was deine Ziele sind, was deine Träume sind. Deswegen, oder nehmen wir eine andere Herausforderung, du kriegst ein Kind. Was du ja auch wolltest, also ich wollte ein Kind, ja, und trotzdem verändert sich dein ganzes Leben und du merkst halt, es ist nicht mehr so planbar wie vielleicht vorher, ist für mich definitiv auch eine Herausforderung, aber eben auch ein Geschenk, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wie Simone gesagt hat, ich hätte sonst mein Physiotherapie wäre ja, ne, echt schwierig gewesen und gerade auch, wo ich das Kind bekommen habe oder in der Zeit, wo ich nichts machen konnte, habe ich trotzdem mein Geld verdient und das ist halt einfach genial, also deswegen. Frauen, geht mutig voraus, da wartet die Welt auf euren Power und euren Einsatz. Ja, ich glaube, das ist so, so wertvoll. Ich denke, so diese Klarheit zu gewinnen, um was geht es denn eigentlich? Das kam bei euch beiden so raus, ja? Also Simone, bei dir, Susanne, genauso. Erstmal zu schauen, was ist denn so das eigene, was ich wirklich will? Wo stehe ich und wo will ich tatsächlich hin? Und dann diesen Schritt zu machen, das habt ihr beide angesprochen, wirklich rauszugehen von dem, was ich will, nicht nur zu träumen, sondern dann wirklich im ersten Step vielleicht erstmal so zu sagen, in dieses, auch das war so, dass ihr beide angesprochen habt, ins Vertrauen zu gehen, in dieses Selbstvertrauen, dass alles da ist, dass jeder von uns ja unglaubliche Gaben und Fähigkeiten in sich hat und dass es nur darum geht, die auch sich zu erlauben, die zu leben. Ja, und da mal wieder hinzuspüren, also in dieses Vertrauen, in diesen Glauben reinzugehen. Und dann ist es durchaus hilfreich, Susanne, du hast es mit Network Marketing, Simon, du in anderer Form auch ein System, eine Struktur zu haben, ja, wo etwas einfach geht. Weil es geht ja nicht nur darum, irgendetwas zu arbeiten und permanent zu arbeiten, sondern es geht ja auch darum, das zu machen, was einem unglaublich Spaß und Freude macht. Zeitlich das so zu haben, dass man auch viel Zeit hat für, ja, für die Dinge, die einem wichtig sind. Ja, dass man einfach Zeit zur Verfügung hat. Das habe ich so erlebt in meiner Phase, als ich gesundheitlich die Herausforderung hatte, wo mir nachher einfach klar war, ich habe meine Arbeit total gern gemacht, aber ich habe von morgens bis abends gearbeitet. Das kann es auch nicht sein, ja. Also und dieses Zeitthema und einfach eine ganz andere Lebensqualität. Darf ich dazu noch was sagen, Amata? Gerne, Simone. Das passt nämlich sehr, sehr gut, weil ich meine, ich bin zwar hauptberuflich Frauencoach und mache das wirklich von ganzem Herzen, weil es mein Anliegen ist. Nur stand ich natürlich auch schon an dem Punkt, wo ich dachte, okay, was ist denn, wenn ich jetzt mal für 2, 3 Monate ausfalle, entweder weil irgendwas passiert ist, weil meinem Kind irgendwas ist, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber es könnte ja auch sein, ich würde gerne mal 2, 3 Monate auschecken oder so, ne? Also Weltreise machen oder sowas. Ja, da wird es ein bisschen schwer, wenn ich alle Kohle komplett an mich gekoppelt habe. Und deswegen finde ich Netzwerkmarketing in meinem Fall zum Beispiel als zweites Standbein, um auf etwas Passives aufzubauen, einfach Gold wert, weil wir können nicht immer damit rechnen, dass wir topfit sind, 80 Stunden die Woche arbeiten können und alles irgendwie immer so weitergeht. Das ist einfach eine super Kombination. Und da zu sagen, ich gehe in die Energie rein und finde einfach das passende Produkt auch, was zu mir passt und zu meinem Business und zu allem, was ich halt tue, Gold wert. Also danke, dass du das nochmal ansprichst, Simone. Das, glaube ich, ist so wichtig. Ich bin ja selber auch, ich komme während der Klosterzeit, war ich ja auch im Seminarbereich tätig, danach heute auch noch. Ich liebe das, mit Seminare zu halten. Wir hatten gerade so ein Inspiration Weekend. Ich liebe das, mit Menschen hier zu arbeiten. Und gleichzeitig ist genau das, was du ansprichst, auf Weltreise zu sein, wie ich das jetzt fast über 2 Jahre war. Das geht nur, wenn man wirklich nicht Zeit und Geld gekoppelt hat, sondern wenn man wirklich frei arbeiten kann. Und wenn man auch mal eine Zeit lang oder wie es bei mir auch war, ausfällt, wenn dann tatsächlich trotzdem was reinkommt. Und deswegen ist meine Botschaft schon immer zu schauen, ein System zu nutzen, wo man mit ein paar Stunden in der Woche sich was aufbaut, wo man einfach diese Sicherheit, Susanne, die du vorher angesprochen hast, die vermeintlich in einer Anstellung da ist, hier in einer ganz anderen Form
eigenverantwortlich aufbaut. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das Einzige ist, was ich hier vielleicht auch noch sagen möchte, was oft verwechselt wird in diesem Rahmen, glauben manche Menschen, das wäre so etwas, was über Nacht möglich wäre. Und das ist es definitiv nicht. Es ist das, was ihr vorher angesprochen habt, es ist ein Dranbleiben. Aber dann ist es etwas, was das Leben unglaublich bereichern und befreien kann. Ja, lass uns schon zum Abschluss kommen. Ich habe noch zwei kurze Fragen oder kurze Fragen an euch, kurze Antworten. Und ich starte mit Susanne. Susanne, Erfolg ist für dich? Erfolg ist für mich, den eigenen Weg zu finden. Wenn du deinen Weg gehst, bist du automatisch erfolgreich. Simone, für dich? Einen Traum und einen Wunsch und ein Ziel zu haben und dann ins Handeln zu kommen, um es wirklich auch zu erfüllen. Simone, was sind deine drei größten Stärken? Kommunikationsfähigkeit, Beharrlichkeit und meine unglaubliche Liebe zu Menschen. Susanne, bei dir? Bei mir ist es der Mut, die gute Laune und dass ich gut zuhören kann. Gibt es eine Schwäche? Klar. Klar. Ich bin sehr ungeduldig. Eine. Dir reicht uns eine. Eine reicht uns eine. Simone, bei dir? Ich bin ein ziemlich grantiger Wadenbeißer. Das ist die Schattenseite des Popotreter-Daseins. Simone, was ist momentan dein bester Buchtipp? Aktuell ist mein bester Buchtipp die 12 Archetypen von C.G. Jung. Hättest du mich vor einer Woche gefragt, aber das ist nicht Thema. Es ist aktuell also 12 Archetypen von C.G. Jung. Das ist ein sehr spannendes Buch. Kann man gerne nachlesen. Ich habe zum heute schon empfohlen, Alles ist möglich. Mhm. Ich weiß jetzt die Autorin, den Namen nicht von ihr. Sie hat keine Beine, ist ohne Beine auf die Welt gekommen. Ein super spannendes Buch. Susanne, was gibt es bei dir momentan aktuell für eine Buchempfehlung? Das ist so lustig, weil ging mir gerade so, was für eine Frage. Mir gehen 1000 Bücher durch den Kopf, weil ich lese immer 3 Bücher gleichzeitig. Also im Moment liegen alle Bücher, die ich gerade lese, in einer Reihe. Also es sind auch Ich habe immer einen Roman zum Abschalten, den ich lese. Dann habe ich irgendwas, was mich weiterbringt. Und dann lese ich meistens auch noch irgendwelche Zeitschriften und so. Deswegen, und ich habe ein Buch, was ich gerade eben, was mich weiterbringt, das heißt Schluss mit Psychospielchen. Das finde ich super spannend und interessant, das Buch. Ich kann euch jetzt, von Schwarz und Schwarz, glaube ich. Genau. Das bin immer sehr. Super. Ganz lieben Dank. Welchen letzten Tipp, Susanne, magst du uns mit auf den Weg geben? Welchen letzten Tipp? Also, das, was ich eigentlich vorhin schon gesagt habe, und zwar, dass mir ist es wirklich wichtig, den eigenen Weg zu finden. Weil wenn man immer versucht, jemand anderer zu sein, dann, finde ich, fühlt es sich immer nicht gut an. Und ja, und man kommt auch nicht so schnell ans Ziel. Deswegen wirklich hinspüren, was will ich, was sind meine Ziele, wo will ich hin? Und dann go. Danke dir. Simone. Ja, ich bleibe meinem Motto treu und sag einfach mal, du weißt schon genug, Hashtag, ich mach das jetzt. Sehr geil. Ich glaube, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt für dieses Interview heute. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute auf eurem Weg und für alle, die ihr das anschaut und dabei wart, wenn es dir gefallen hat, schreib gerne einen Kommentar drunter, teile es mit deinen Freunden und vor allem denk dran, lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich finanziell freies Leben. Deine Amata.